Hallo, liebe Senioren und Seniorinnen. Heute wieder aus Ost eine Trainingseinheit für die Beine habe ich Ihnen mitgebracht. Meine Kollegin Frau Schillig ist dabei und Frau Enders und wir legen dann mal los. Vielleicht haben Sie Lust, direkt mitzumachen. So, wir trainieren heute im Stehen erstmal den Hüftbeuger. Zur Sicherheit, falls mal ein bisschen wackelig wird, haben wir uns hier einen Stuhl hingestellt. Da können Sie sich jederzeit dran festhalten. Das ist dann nochmal eine schöne Sicherheit für Sie und Sie können die Übungen dann von Anfang bis Ende mit durchführen. So, wir machen jetzt erstmal was für den Hüftbeuger und dafür ziehen wir das rechte Knie hoch und lassen es wieder ab. Und dann machen wir das noch ein zweites Mal. Und wieder ab. Links ist unser Standbein, Körpermitte ist fest. Und die vier. Und nochmal hoch. Die sieben. Acht. Neun. Zehn. Schön, gut ausschütteln. Das rechte Bein mache ich dich schön lockern. Dann ist das rechte Bein unser Standbein. Für den Hüftbeuger jetzt die linke Seite. Macht die Körpermitte fest. Schön den Bauchnabel nach innen ziehen, unterer Rücken. Und den Hüftbeuger hoch. Und immer schön nach unten. Die drei. Zehn Stück, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wunderbar. Jetzt haben wir schön den Hüftbeuger trainiert. Jetzt machen wir den Hüftstrecker. Könnt ihr euch auch wieder hier mit einer Hand leicht festhalten. Wer das möchte, kann das auch ohne festhalten. Dafür nehmen wir das rechte Bein und strecken es zur Seite. Zweimal, dreimal, vier, wir machen mal fünf und wechseln. Mit links und die zwei, dreimal, viermal und fünfmal. Das war der Hüftstrecker. Und schön auslockern nochmal. Schön mal so rechts, links die Hüfte. Und dann kommen wir mal zur Wade. Oder eine Acht, Conny. Können wir auch nochmal schlenkern. So, und dann machen wir jetzt die Waden- und Schienenbeine. Dafür können wir uns auch wieder am Stuhl festhalten. Das bedeutet, dass wir mit den Zehenspitzen ganz weit nach oben kommen. Jetzt spüren wir den unteren Rücken und auch die Körpermitte, der Bauchnabel ganz fest. Und dann kommen wir nach hinten auf die Ferse. Und wieder nach oben drücken. Und schön langsam, Conny. Schön langsam hoch und dann mal ein bisschen halten auf den Zehenspitzen und wieder zurück auf die Ferse. Zehenspitzen hochziehen. Hoch und die Zehenspitzen, wenn wir auf der Ferse sind, zu dir ziehen. Und wieder hoch. Machen wir nochmal fünf. Und hoch. Und zurück. Und die drei, hoch und zurück. Und die vier, hoch und zurück. Und die fünf. Und lockern. Ja? Das war jetzt für die Wadenmuskulatur und für die Schienbeinmuskulatur. Und jetzt können wir auch noch mal auf den Zehenspitzen einmal rund um den Stuhl laufen. Schön vorsichtig. Zack. Und genau, ein bisschen schneller kann man auch machen. Und dann versucht das mal auf den Fersen. Ganz vorsichtig auf den Fersen laufen. Haltet euch am Stuhl fest. Ein bisschen wackeln ist erlaubt.
Und dann können wir es auch noch mal auf den Außenseiten des Fußes, äußere Außenseiten. So, und dann versuchen mal ganz vorsichtig zu gehen. Es kann auch ein bisschen wehtun. Deswegen schön langsam und spüren. Ja? Wunderbar. So. Und schön auslockern. So, dann machen wir noch den Hüftstrecker. Dafür, Angelika, kannst du dich auch so ein bisschen seitlich stellen, dass du so den Stuhl hast hier an einer Seite und dich auch festhalten kannst. Und dann nehmen wir das rechte Bein und kommen nach hinten und strecken das Bein geradeaus. Fußspitze zu dir ziehen und zurück. Zwei, zurück. Das Bein gut strecken. Drei, zurück. Vier, zurück. Und die fünf. Und dann kommen wir zur anderen Seite. Schön ausschütteln nochmal. Und das andere Bein. Die eins, zwei, drei, vier und fünf. Und schön auslockern. Klar, ich habe das geschafft. Kleine Kniebeuge. Können wir uns auch am Stuhl festhalten. Und dann kommen wir hier mal runter in die Kniebeuge. Leichte Kniebeuge. Gesäß schön nach hinten schieben. Und wieder hoch. Und nach unten. Und hoch. Und die drei. Kommen wir auch wieder hoch. Unterer Rücken ist schön fest. Und wir kommen in die Kniebeuge. Wieder hoch. Und noch einmal. Und dann sind wir auch schon fertig. So, das war heute unsere Einheit mit den Füßen und mit den Beinen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis demnächst. Tschüss. Dankeschön.